a G, but you knew this. All day. Au. Eine Sache ohne. Das ist die hier. So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hier ist das eine Haar übelst am Rumspannen. Genug mit der Cappy. So, ihr habt euch extrem viel gewünscht, dass ich ein Video über die USA mache, beziehungsweise ein bisschen darüber erzähle, was da so abgegangen ist. Wie die meisten von euch vielleicht noch gar nicht wissen, ich war in den USA und habe da genau 3,5-4 Monate studiert in San Diego. San Diego liegt in Kalifornien, relativ nah an Tijuana, also wer von euch Spring Breaks und so weiter geguckt hat in irgendeiner Form oder war da schon mal. Tijuana ist einer der Orte, wo es ja abgeht. Im Endeffekt war es eine relativ coole Reise, das hatte ich in dem anderen Video schon erzählt. Da ging es einfach darum, wie und wieso ich so lange keine Videos gemacht habe, um genau zu sein, 7 Wochen. Und wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, oben in der Videobeschreibung verlinkt, könnt ihr euch gerne mal anschauen. In diesem Video soll es einfach mal darum gehen, wieso ich einfach teilweise echt viel Pech hatte. Ich und ein Kumpel, mit dem ich da war. Wir sind dort angekommen nach ungefähr 20 Stunden Flugzeit, also ein bisschen länger hat es gedauert. In Newark mussten wir umsteigen und dadurch sind wir halt, keine Ahnung, 4 Stunden oder so später angekommen in San Diego, waren da in einem Hostel und haben da ein paar Leute getroffen und sind mit diesen Leuten dann nach Vegas gefahren. Und was in Vegas passiert ist oder so allgemein, wenn ihr dazu ein Video sehen wollt, könnt ihr Hashtag Vegas mal in die Kommentare schreiben, dann erzähle ich euch gerne auch darüber was. Aber die Geschichte heute geht eigentlich darum, wie ich einfach mal dreimal umgezogen bin. Wir sind also von Vegas zurück nach San Diego gefahren und in San Diego angekommen, ungefähr so 2:30, dachten wir, okay, lass uns doch in unser Apartment gehen, das Apartment, was wir vorher in Deutschland gebucht haben. Den Namen will ich jetzt nicht nennen, aber grundsätzlich hatten wir ein Apartment gebucht über die ganze Zeit und die war einfach mal so teuer. Aber unglaublich, diese ganze Zeit, als wir da waren, dachten wir, okay, kannst du ja machen, ist günstiger geht's halt nicht, ist halt scheißen teuer, aber muss halt sein. So, man muss halt irgendwo schlafen. Und im Endeffekt war die ganze Idee so, wir kommen abends an, holen uns den Schlüssel, gehen dann in dieses Apartment rein und schlafen da und bleiben da die nächsten 3,5 Monate. Ja. Als wir da angekommen sind, hatten wir erstmal das Problem, dass wir nicht wussten, welches Apartment. Uns wurde erstmal die falsche Apartmentnummer gesagt. Das heißt, wir standen da 2:30 oder 2:30, nachdem wir ungefähr 8 Stunden Auto gefahren sind, völlig am Ende vor diesem Apartment und kam nicht rein. Dann war da so eine kleine Schlüsselbox, wo dieser Schlüssel drin war und dann konnten wir wenigstens ins Apartment rein. Da war auch jemand noch wach, ein Italiener und der andere war, ich glaube, der kam aus Saudi-Arabien. Ich weiß es nicht genau, ist auch völlig egal, wo der herkam. Jedenfalls war es so, dass wir 2 Zimmer hatten und das war schon mal der erste Grund, warum ich gesagt habe, okay, what the fuck, wir haben 2 Zimmer, wir haben aber eigentlich 1 Zimmer zu zweit gebucht, also 2 Betten in einem Zimmer und auf einmal hatten die gesagt, okay, ihr müsst da schlafen und da schlafen, das heißt, wir schliefen irgendwie in völlig fremden Betten, was jetzt no homo, wie auch immer. Wir schliefen also in 2 verschiedenen Zimmern. War es gar nicht so problematisch, weil wir gesagt haben, okay, danach irgendwann kommst du halt in das gleiche Zimmer. Jedenfalls war es so, dass wir natürlich dann pennen wollten und dieses Pennen wollen war halt ein bisschen schwierig, weil ich hatte Bettzeug, aber er hatte halt kein Bettzeug. Was macht man 2:30 nachts? Wir fahren einfach nochmal los, sind zu Walmart gefahren, haben uns Bettzeug geholt. Ey Jungs, ihr könnt es nicht vorstellen, ne? 3:30 also wieder angekommen in dem Apartment. Bettzeug drauf gemacht, natürlich auch wieder völlig Panne gewesen, geschlafen, morgens aufgestanden und gemerkt, dass einfach mal alles voller Schimmel war. Die Dusche war voller Schimmel, der Küchencounter war voller Schimmel, also alles. So, ich war zu dem Zeitpunkt noch krank, keine Ahnung, und ich habe halt gesagt, ey, ich kann hier nicht bleiben. Und er hat halt auch gesagt, Digga, geht nicht, wir können hier nicht bleiben. So, wir also die Hausverwaltung angerufen und gesagt, Jungs, wir müssen hier raus, geht gar nicht. Und die gesagt, ja, also folgendermaßen, wir müssen jetzt da noch mindestens bis Freitag bleiben, von Mittwoch bis Freitag, weil dann ist erst das nächste Apartment frei. Und wieso? Nein, wir sind jetzt hier, wir wollen dahin. Geht gar nicht. Und zweitens, geht gar nicht. Und im Endeffekt sind wir dann halt doch umgezogen und hatten dann an dem gleichen Tag noch das Problem, dass wir in ein Apartment gezogen sind, was einfach mal was für 4 Leute gemacht war. Und wir wussten, dass auf jeden Fall ein Mitbewohner ist in San Francisco und der andere ist irgendwie da, aber die konnten den nicht erreichen. Da haben wir gesagt, okay, cool, haben wir das Apartment erstmal für uns alleine. Falsch gedacht. Es waren einfach mal insgesamt 5 Leute in einem Apartment für 4. Wo wir insgesamt gleich, vielleicht wie viel Quadratmeter hatten wir? 40? 35 zu 5?
Läuft auf jeden Fall. Wir also zu zweit auf 10 Quadratmeter gepennt und der eine Typ, der immer gesagt hat, unser Apartment, der hat da gar nicht gewohnt. Also das heißt, wir hatten einen Typen, der die ganze Zeit auf der Couch geschlafen hat und der Hausverwalter hat gesagt, ja, ihr müsst den auf jeden Fall rausmachen, der darf da nicht pennen und so weiter und so fort. Und wir so, Jungs, ganz ehrlich, kümmert euch um euren eigenen Dreck und macht den Typen da raus. Und wir haben hier gebucht und das hat, also es war so dass wir gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir hier zu fünft pennen. Und im Endeffekt ging es dann die ganze Zeit hin und her, dann hatten die das Bad, war so dreckig. Und natürlich denken wir, okay, es war nicht so schlimm wie das andere Apartment, weil eben halt kein Schimmel da war. Ja, falsch gedacht. Der ganze Kühlschrank in dem Neubau, was sie ungefähr, das war 3 Monate eröffnet, hatten den ganzen Kühlschrank verschimmelt. Das ganze Klo war überall voll mit allen möglichen Sachen. Wir erstmal komplett wieder zu Walmart gefahren. Weiß ich, wie viel 100 Euro oder 100 Dollar wir damals ausgegeben haben. Das ganze Bad geschrubbt haben. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Du kommst irgendwie um 3:30 nachts von Vegas an, ziehst um. Nach einem nächsten Tag sagen die, es geht nicht. Dann ziehst du doch um. Dann hast du wieder das Problem, dass du mit viel zu vielen Leuten, die da gar nicht wohnen, aber alles kaputt machen, in einem Apartment wohnst, wo du noch mehr zahlen musst, wo du wieder alles sauber machen musst. Und das hat sie einfach überhaupt nicht gejuckt. Die haben überhaupt nichts gemacht. Und irgendwann sind wir dann halt dann nochmal umgezogen, nachdem wir gesagt haben, ey, wir haben die Schnauze voll, wir müssen hier raus. Dann hatten wir aber, Jungs und Mädels, hatten wir Glück, denn wir sind zu einer chinesischen Familie gekommen, die, wie gesagt, sehr cool zu uns waren und da hatten wir auch echt Glück, da sind wir dann die letzten 2,5 Monate geblieben, aber im Endeffekt 3-mal umgezogen innerhalb von 3,5 Monaten war schon ein echter Akt und der ganze Clou an der ganzen Sache war, am Ende haben wir noch die ganze Zeit hin und her diskutiert mit dem Hausverwalter, weil es darum geht, dass er gesagt hat, wir haben zu wenig Miete bezahlt und dann haben wir die ganze Zeit hin und her diskutiert und wir waren so kurz davor zu Court zu gehen, also vor Gericht zu gehen wegen des Typens, weil es ging einfach gar nicht, die ganze Zeit hin und her, dann hat er noch mehr Miete verlangt und dann war die ganze Zeit für den Arsch, dann funktioniert auch die AC nicht und dann waren es 8 Grad teilweise und du denkst dir halt, what the fuck, ganz ehrlich, ich zahle hier so verfickt viel Geld und dann kommt dabei nichts rum. Aber das soll jetzt auch ganz kurz gewesen sein, das Video ist jetzt schon etwas länger. Ich hoffe, euch hat so ein kleines Talking-Video am Sonntag gefallen. Wenn euch was gefällt, auf jeden Fall einen Daumen nach oben dalassen und wieder Hashtag USA in die Kommentare schreiben. Und vielleicht alle, die hier bis hier geguckt haben, wieder Hashtag Capri-Sonne in die Kommentare. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Macht es gut, haut da rein. Ciao. Ayo, drop that shit.